Also, ja, dann. Es sollte ja nicht zu teuer sein, aber so, doch einigermaßen gross herkommen. Duty, musst du sagen. Ja. Und das heisst Nirgendlandbild. Lower Land. Das ist natürlich genial. Das ist ein typischer, ist ein sehr. Ja. Sehr. Ab jetzt drehst du es durch. Okay. Ja. Wunderbar. Das ist übrigens ein Patch von Guido Bachmann. Warte, jetzt muss ich mal schauen, das Buch hat mir nicht einfach so schenken, weil da gibt es fast nicht. Ja. Ich schaue da, wie der Patch hat. Warte. Ja. Genau. Kommt das jetzt in deine Kunstsammlung oder wird das versteigert? Nein, das wird versteigert. Das wäre jetzt eben so ja. Eins, das versteigert jawohl, wird. Ja, ja. Und zwar am 21. August, jawohl. Wenn das noch stimmt. Also, wir in der Dampfzentrale Bern. Genau. Tun wir von mehreren Berner Künstlern für meine Wahlkampfkasse über den Stadtpräsident von Bern, Chapet, die Bilder versteigern. Und. Ich bin gespannt, wie sich das herauskristallisieren wird. Und das ist natürlich ein Typ. Also, Toni, kein Schiss, der geht. Der geht gut weg. Der ist sehr schön. Ja, ja, tun wir ja. Gibt es dann ein Minimum? Ja, das können wir noch schauen. Was also, eigentlich kostet es etwa 5000 Franken. Nein, scheiße. Es ist 900 Franken ohne Rahmen. Ja. Also, soll er doch bei 500 oder 400 anfangen. Okay, also, soll das Judith also, nein, mit Rahmen natürlich. Ja, ja. Also, wenn du zu viel Geld hast, kannst du mir den Rahmen zahlen. Ja, ja. Ich bin doch ein armer Maler. Genau. Ist das das erste, was du hast? Oder hast du schon mehrere bekommen unterdessen? Nein, es ist eines der schönsten. Aber nicht das erste? Aber nicht das erste. Das erste habe ich bekommen bei der Frau Müller. Aber seither, in der Zwischenzeit sind schon einige andere gekommen. Was können wir erwarten bis jetzt? Was ist bekannt? Ja, also es ist natürlich alle Bieler, Maler, die ich immer Kontakt hatte, sind dabei. Oder aus der Region. Also Ziegelmüller, Kohler, Dickerhof, Frau Müller, der Adat, der Greder, der. Aus dem Bern Jura, der Möschler, dann habe ich noch vergessen, der Schwein, der Rudi natürlich, dann bin ich sehr gespannt auf Gartentor, was der kommt. Wissen wir nicht, er hat keine Bilder mehr, also... Er hat noch eins, Anspieltnis, das okay. Verkauft er aber nicht, genau. Das verschenkt er auch nicht. Und dann, auch von den Jungen, glaube ich, der Bastian macht da mit. Ja, glaube ich, ja. Also, das hat jetzt, kann ich noch nicht bestätigen, weil ich der aktuellste Stadt nicht gesehen habe. Aber was noch wichtig ist, wir haben ja auch viele Fotos. Wir werden auch, schön. Ja, einfach eine Stocke gibt und andere. Ja. Eben, der Stör Grünig. Ist auch dabei? Eins von seinem Werk, genau. Also es wird am Schluss sicher gut Preis geben. Und dann bin ich gespannt, ja, also fangen wir an mit 400. Wäre doch nicht schlecht, oder? Ja, dann, ja. Oder 500, müssen wir schauen. Ja. Du kannst ein bisschen miteinander. Genau, genau. Oder, weil es ist, die Auflage ist eigentlich ziemlich weg. Weil das ist mal beim Beobachter rausgekommen und ist ziemlich populär und ziemlich gut gegangen. Und heisst, du hast Nirgendland Bild. Und der Text von Guido Bachmann heisst eben Nirgendwo, gell? Ist der Guido Bachmann, ist der Gilgamesch geschrieben hat, weißt du? Ja. Jetzt sind wir ja hier im Atelier vom Urs Dickerhoff. Und was haben wir entdeckt? Der Lieblingsschriftsteller von meiner Frau. Ist das wahr? Sie versteckt sich schon da hinten, oder? Eine Frau liest also Kinky Friedman. Ja, das ist ziemlich gewagt. Jewish Cowboy. Darf ihr das? Ja, scheinbar. Wie kommt das Buch zu dir? Ja, weil ich es gekauft habe, weil ich solche Literatur gerne habe. Ja. Doch. Es ist erst durchschmökert. Es kommt erst. So, also ich habe es schon lange und es ist irgendwie, habe ich das mal gekauft, weil ich
Wahrscheinlich habe ich einen Auszug gelesen, oder? Und dann habe ich gefunden, das muss ich haben. Und dann ist es irgendwie auf die Seite gerutscht. Es gibt manchmal so Bücher, die hat man, und dann kommst du nicht dazu, die jetzt lesen. Natürlich in einer Tüte. Ja. Also entweder bringt man es gerade ins Brockenhaus oder man holt es. Noch nicht eingeordnet. Aber eben Kinky Friedman, das gibt doch einige Bände. Und ja, sie hängen alle zusammen vor allem, das muss man wissen. Ja, es ist dann... Dann muss ich nicht nachsuchen. Jetzt habe ich alle, oder? Nein, es gibt also keine. Alle, natürlich. Also einfach Trilogie habe ich jetzt. Ja, ja, genau. Also und es gibt eine Frau, es gibt auch Frauen, die das lesen. Wir zeigen sie nicht im Bild, sie versteckt sich irgendwo dort hinten. Sehr schön. Ich kenne es gar nicht. Ja, aber das kennt niemand eigentlich. Ja, oder? Aber es ist etwas ganz der hat sogar wollte Präsident werden. Nein, Gouverneur von Texas. Ja, okay. Hat gegen den Bush. Gegen Bush. Ja, ja. Aber sie haben ja dann beide nicht gewonnen. Das heisst, also es gibt ja ganz ein schönes Zitat hinten. Lieber Kinky, ich habe alle deine Bücher gelesen. Mehr bitte. Ich brauche dringend was zu lachen. Bill Clinton. Ah ja, okay. Ja, das ist gut. Okay. Und also, bösartige Menschen sehen da einen Stumpen, oder? Das hat allerdings nichts mit dem Bill Clinton zu tun, sondern Kinky Friedman vertreibt den eigenen Markenstümpen. Ah. Hat auch einen Internetjob, ist zu finden unter kinkyfriedman.com. Okay. Ah, das müsst ihr mal schauen. Ja. Ja, ja. Du rauchst ja nur mal ganz dünne Sachen. Ich rauche nur mal dünne, ja. Ah ja. Das ist etwa 69. Da habe ich im Buch vorhin ich das gesehen. Es ist kein Jahr drauf. Also ist es vor. Es ist wahrscheinlich etwa 1969. Und ich habe es eben umrahmen. Das ist eines der ganz wenigen, die ich noch habe. Okay. Also da kannst du. Ja, wobei es hat, die Farbkombinationen sind nicht fremd, ja, oder? Und dann, das ist auch noch etwas Interessantes. Das sind die 144 Jungfrauen von Ben von Biel. Ja. Das ist eben eine Fotoarbeit. Muss ich jetzt langsam ein bisschen endlich mal Ordnung reinbringen. Aber jetzt gibt es einfach aus, ich sage jetzt aus dem Abfall, gibt es jetzt Collagen. Aha. Das sind jetzt die 144 Jungfrauen. Es gibt schon eine Ouvertüre, dort hat es noch ein bisschen weniger drauf. Aha. Okay. Und im Fall, wenn du mal eine kennenlernen kannst, kannst du jederzeit fragen. Sind Telefonnummern hinten drauf? Yes. Telefon. Urs, weißt du, mal, ich melde mich sobald, dass das ist Termin abwacht. Genau. Du musst ein bisschen auf die Seite, wenn es mir das von Gewicht her.